Der Film Le Mans mit Steve McQueen und Siegfried Rauch ist Kult und gilt als einer der besten Rennfilme aller Zeiten. In seinem neuen Buch Unser Le Mans erzählt Siegfried Rauch nun von den Abenteuern am Set, von seinem guten Freund Schauspieler Steve McQueen und auch von den gegenseitigen Besuchen in Hollywood und Bayern. Das Buch gibt Einblicke in bislang unveröffentlichte Briefe und exklusive Fotos der Stars. Bild traf den Schauspieler zum Interview. Gibt es eine Erinnerung an Steve McQueen, die ihm besonders wertvoll ist? Ja, also er hieß ja der Mr. Cool und er war auch cool, aber er war ein sehr, ich glaube, ich habe ihn besser gekannt. Und als er von mir weggefahren ist und Richtung Schweiz oder Amerika mit seinem Porsche, und habe ich ihn noch ein Stück begleitet und habe ihn mitgenommen, jetzt werden Sie lachen, in die Wieskirche. Ja. Das ist eine wunderschöne Kirche, die ich sehr liebe, und habe gedacht, das muss ihm gefallen, sonst sind wir keine Freunde. Und das hat ihm unglaublich gut gefallen. Wie hat er sich denn genau unterschieden vom, also der öffentliche King of Cool und der private Steve McQueen? Ja, wir waren natürlich dann in Amerika und da haben wir natürlich über Weihnachten, da haben wir ihn so richtig in der Familie kennengelernt. Das war sein Ein und Alles, seine Familie, seine Tochter, sein Sohn, seine Frau. Aber dies geht nun alles oft in unserem Beruf und natürlich besonders in seinem Fall kaputt. Und das ist ja traurig, muss ich sagen. Ist das auch ein Grund, warum Sie nie nach Hollywood gegangen sind dauerhaft? Ja, das ist auch mit ein Grund. Es war mir irgendwie, also erstens hätte ich nie da wohnen können. Da hätte ich mich nicht wohlgefühlt. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, kann man keine Leistung verbringen. Und natürlich, man kann Karriere machen. Aber Karriere ist vielleicht nicht alles, nicht? Man muss auch glücklich sein. Und außerdem bin ich sehr heimatverbunden. Das habe ich ja gemerkt, als der Steve bei mir war. Der wollte da gar nicht mehr weg, aus Bayern. Da war er glücklich. Da war er glücklich. Hatten Sie den Eindruck, dass er... Bei meiner Mutter in dieser einfachen Wohnung... Weiß ich noch, saß er und hat gesagt, you know, I never had this. Das habe ich nie gehabt. Und da habe ich gemerkt, wie wertvoll sowas ist. Er hat sehr darunter gelitten, dass er eigentlich seine Eltern, sein Vater sich nie um ihn gekümmert hat, seine Eltern nicht richtig kannte. Er wollte unbedingt, dass ich mit ihm Motocross fahre. Ich kann Motorrad fahren, aber Motocross kann ich nicht. Aber da brauchst du keine Angst, macht alles das Motorrad, hat er gesagt. Naja, also fuhr er mit mir da in die Wüste und das fing an, dass es da runter in ein ausgetrocknetes Flussbett ging. Das war so eine Betonwand, die war ja so steil, ich habe gedacht, da überschlägt es mich. Da fuhr er da runter und sagte, come down. Und ich sagte, das geht nicht, doch, ganz relaxed. Okay, bin ich runter, ist gegangen. Und dann bin ich mit ihm gefahren und wie gesagt, Motocross ist nicht so meins, aber er konnte das. Und plötzlich ist er mitten in der Wüste stehen geblieben, hat sein Hinterrad ins Sand, hat sich hingesetzt, hat gesagt, hat sich eine Zigarette raus und gesagt, you know, I love this, diese Freiheit.